was bisher geschah. Durch eine Unbesonnenheit entfacht der damals 22-jährige George Washington einen Krieg zwischen Frankreich und Großbritannien, der letztlich das Schicksal Nordamerikas entscheiden wird. Aber zunächst sind es die indianischen Ureinwohner, die das Kräfteverhältnis aufrechterhalten, ohne deren Hilfe keine Seite gewinnen kann. Britische Überheblichkeit führt zu einem blutigen Desaster am Monongahela River. Viele Indianer schließen sich nun den Franzosen an, den vermeintlichen Gewinnern. Terror wird zu einer mächtigen Waffe. George Washington ist nun gezwungen, alles für die Verteidigung des Grenzgebiets von Virginia zu unternehmen. Als sich der Krieg von Süden weiter in Richtung New York ausbreitet, versuchen die Briten verzweifelt, ihre Stellung zu halten. Am Ende ergeben sie sich ehrenhaft, indem der britische General, ganz englischer Gentleman, die französischen Sieger großzügig bewirtet. Als die Franzosen aber ihre einheimischen Verbündeten übergehen, nehmen die Indianer die Dinge selbst in die Hand. Im darauffolgenden Sommer schwören sich die Briten erneut darauf ein, die Franzosen vom nordamerikanischen Kontinent zu verdrängen. Und dieses Mal wollen sie nichts dem Zufall überlassen. Jahrelang wütet nun schon dieser Krieg zwischen Briten und Franzosen. Nach einer Reihe schmählicher Niederlagen berufen die Briten einen neuen Oberbefehlshaber. General James Abercrombie ist dabei, die größte Armee aufzubieten, die je auf nordamerikanischem Boden zusammengezogen wurde. Über 15.000 Mann ausgestattet mit 18 gewaltigen Belagerungskanonen, mehr als ausreichend, um die Franzosen niederzuschlagen. Abercrombies Plan sieht vor, der Wasserstraße gen Norden zu folgen, von New York City bis Montreal, ins Herz des französischen Kanadas. Auf seinem Vormarsch muss er zunächst das französische Fort Carillon einnehmen, das von den Briten Ticonderoga genannt wird. Es sichert den strategisch wichtigen Verbindungsfluss zwischen Lake George und Lake Champlain. Am 5. Juli 1758 legt Abercrombies Flotte in Richtung Ticonderoga ab. Tausend Boote bedecken Lake George von einem Ufer bis zum anderen. Der 46 Jahre alte Louis-Joseph Marquis de Montcalm erwartet die anrückenden Briten. Dem Kommandeur der französischen Truppen ist klar, wie prekär die Lage mittlerweile ist. Wir stehen vor dem unmittelbaren Verlust Kanadas. Die Engländer haben 20 Bataillone. Wir haben 8. Unsere Situation erfordert entschlossene und durchdachte Maßnahmen. Der Marquis weiß, dass die bevorstehende Schlacht Teil einer weit größeren Angelegenheit ist. Dieser Krieg ist mittlerweile ein weltweiter Konflikt. So ringen Frankreich und Großbritannien mit ihren jeweiligen Verbündeten auch auf deutschem Boden um die Vorherrschaft in Nordeuropa. In Westafrika dreht sich der Konflikt um die Kontrolle des Sklavenhandels.
Und selbst im fernen Indien kämpfen sie um einen Teil Asiens. In die Geschichtsschreibung werden all diese Kriegshandlungen als der Siebenjährige Krieg eingehen. Ein langwieriger Kampf um die Frage, wer am Ende das mächtigste Imperium seit dem Römischen Reich beherrschen wird. Der britische König George II., ein Protestant, oder Frankreichs König Louis XV., ein Katholik. Eigentlich wäre das Ergebnis dieses nordamerikanischen Konfliktes leicht vorauszusagen. Die britischen Kolonisten übertreffen die Franzosen zahlenmäßig im Verhältnis 18:1. Aber den Briten fehlt etwas Entscheidendes, die Unterstützung der indianischen Stämme. Die Indianer sind es, die über den Sieg in Nordamerika bestimmen sollen. Ohne diese Einsicht wären die Briten niemals in der Lage, das Blatt zu wenden. Die meisten kriegerischen Auseinandersetzungen spielen sich im Nordosten ab. Doch es gibt noch eine fast vergessene Front im westlichen Grenzgebiet. Dorthin war George Washington für die vergangenen 2 Jahre versetzt worden. Im Alter von 25 Jahren ist er der Kommandeur des Virginia-Regiments, eine unterbesetzte Truppe, die Siedlungsgrenze vor Indianerüberfällen sichern soll. Aber der Feind ist schwer greifbar, das Unternehmen somit erfolglos und frustrierend. Ich habe diesen Ort, seine Bewohner und das Leben, das ich hier führe, einfach satt. Bislang kann Washington nur ein militärisches Gefecht vorweisen, das kein Misserfolg war. Ein Scharmützel mit den Franzosen, das diesen Krieg mit ausgelöst hatte. Seine beiden wichtigsten Kämpfe seither waren wenig erfolgreich. Einmal musste er sich einer Übermacht aus Franzosen und Indianern ergeben. Das andere Mal 1755 bei der verheerenden Niederlage von General Edward Braddock. Washingtons militärische Karriere scheint festgefahren zu sein und sein gesundheitlicher Zustand ist labil. Meine überzeugendsten Darlegungen bezüglich des Friedens im Grenzgebiet werden als nutzlos und leichtfertig abgetan. Meine Befehle seien unklar, zweifelhaft und unsicher. Heute bewährt, morgen verdammt. Zurückgelassen, um trotz aller Risiken hier weiterzumachen. Verantwortlich für alle Konsequenzen und Schuld zugewiesen zu bekommen, ohne sich jemals verteidigen zu können. Noch unerträglicher für ihn ist jedoch das Gefühl, von der regulären britischen Armee nicht als ebenbürtig behandelt zu werden. Und dennoch bin ich fest entschlossen, trotz aller Unannehmlichkeiten noch eine Zeit hier auszuharren. Um diese Situation für sich und seine Männer zu verändern, stattet er dem neuen britischen Oberbefehlshaber für Nordamerika einen Besuch ab. John Campbell, der 4. Graf von Loudoun, ist ein schottischer Aristokrat mit wenig Geduld für die Kolonialbürger. Loudoun lässt den jungen Kommandeur mehrere Tage lang warten, bevor er ihm schließlich eine Audienz gewährt. Was genau besprochen wurde, ist nicht bekannt. Allem Anschein nach verlief das Gespräch jedoch nicht unbedingt im Sinne Washingtons. Es mag der Tiefpunkt im Leben dieses jungen Mannes gewesen sein. Niemals wieder sollte George Washington die Hilfe einer britischen Behörde in Anspruch nehmen. Chronisch an Durchfall erkrankt, befürchtet er auch an Tuberkulose zu leiden. Und doch befiehlt ihm Loudoun, an der westlichen Siedlungsgrenze weiter die Stellung zu halten, auf unbestimmte Zeit. Das wäre dann alles, Oberst. Danke. Aufgrund seiner Krankheit beantragt Washington im Januar 1758 Fronturlaub und fährt nach Mount Vernon, dem riesigen Anwesen, das er geerbt hat. Erfolglos im Krieg und auch glücklos in der Liebe. Seine Angebetete, die bekannte Schönheit Sally Fairfax, hat inzwischen einen seiner besten Freunde geheiratet.
Währenddessen hat Lord Loudon seine eigenen Probleme. Er benötigt dringend Männer und Geld für den Krieg gegen die Franzosen, doch die Kolonialversammlungen wollen nicht kooperieren. Massachusetts ist besonders aufsässig. Wie können wir guten Gewissens unsere Männer in dieser Auseinandersetzung zur Verfügung stellen? Die Vertreter der Kolonien fordern dieselben Rechte, die allen Untertanen des britischen Königs zustehen. Dies beinhaltet auch, dass sie ihre Zustimmung geben müssen, um besteuert zu werden. Wenn seine Lordschaft oder wer auch immer uns zwingt, einen Penny zu zahlen und wir geben nach, könnte es bald ein Pfund sein. Zum Teufel mit seinen Truppen, sage ich. Loudon kann es nicht fassen, dass diese Kolonialbürger sich seinen Befehlen widersetzen. Und dennoch tun sie es. Uneinigkeit über Geld und Prinzipien treiben einen Keil zwischen die Briten und die Kolonisten. Die Kolonisten fürchten, dieser kostspielige Krieg könnte ihre Regionalverwaltungen in den Konkurs treiben. Aber mehr als das befürchten sie, ihre Rechte zu verlieren. Sie weisen die englische Krone darauf hin, dass sie es nicht zulassen würden, als Bürger zweiter Klasse behandelt zu werden. Mitten in dieser schier ausweglosen Situation erreichen zwei Briefe die Provinz, verfasst von William Pitt, einem brillanten Politiker, der kürzlich als Premierminister ins königliche Parlament eingezogen ist. Sir. Verehrter Herr, der König hat richtig entschieden, Lord Loudon nach England zurückzubeordern. Der erste Brief enthebt Loudon seines Amtes. Der zweite verspricht Entschädigung für die Kriegsausgaben. Um alle verfügbaren Männer mit Waffen, Munition und Zelten zu versorgen. Einzig und allein, indem William Pitt fast alle Forderungen erfüllt, führt er förmlich über Nacht einen Stimmungswandel herbei. Anders als sein Amtsvorgänger versteht der neue Premierminister den Wunsch der Kolonisten, als ebenbürtige Mitglieder des britischen Empire anerkannt zu werden. Er weiß, um diesen Krieg zu gewinnen, benötigt er die volle Unterstützung dieser aufmüpfigen britischen Untertanen. Dieser fordernden und sturköpfigen Kolonisten, dieser Amerikaner. Pitts neue Strategie verleiht den Briten eine ganz andere Kampfstärke. Tausende Kolonisten schließen sich Abercrombies Armee an. Als er Anfang Juli 1758 kurz davor steht, vor Ticonderoga zu stürmen, verfügt Abercrombie über eine Armee von fast 16.000 Mann. Provinzbewohner kämpfen Seite an Seite mit britischen Rotröcken. Am 6. Juli legt General Abercrombie mit seiner schlagkräftigen Armee am nördlichen Ufer des Lake George an. Nur ein paar Meilen von Fort Ticonderoga entfernt. Dann hält er an, um sich neu zu gruppieren und wartet einen ganzen Tag lang ab. Dieser eine Tag bietet dem Marquis de Montcalm eine unerwartete Chance. Zahlenmäßig 5-1 unterlegen und mit nur wenig Vorräten ist ihm bewusst, dass sein Fort den britischen Kanonen nicht standhalten kann. Also wagt er ein kühnes Unterfangen. Er befiehlt seinen Männern, das Fort zu verlassen und führt sie fast eine Meile in Richtung der Briten. Auf der Spitze eines Hügels bauen sie einen Verteidigungswall aus Holz. Vor dem Wall lässt Montcalm außerdem eine Barriere aus angespitzten Baumstämmen errichten. Ungeduldig wartet er auf die versprochene Unterstützung von 1.000 Soldaten und noch einmal 1.000 Indianern.
aber sie werden nicht rechtzeitig eintreffen. Und so wird dies die erste bedeutende Schlacht jenes britisch-französischen Krieges sein, in der kein Indianer auf Seiten der Franzosen kämpfen wird. Abercrombie hat ein Kanonenbombardement angeordnet, das kurzen Prozess mit der überschaubaren französischen Abwehr machen soll. Noch weiß er nicht, dass die Hälfte seiner gewaltigen Belagerungskanonen bei der Überfahrt versunken ist. Und es wird zu lange dauern, die restlichen aufzustellen. To the front! March! Recover your arms! To the quick time! March! Kurz nach Mittag marschieren die höchst disziplinierten Rotröcke bergan auf das Abwehrbollwerk der Franzosen zu. Unterstützt von amerikanischen Provinzbewohnern. Montcalms improvisierter Verteidigungswall erweist sich als bemerkenswert effektiv. Der britische Vormarsch verlangsamt sich auf ein Kriechtempo. Die Männer wurden abgemäht wie Gras, schrieb ein Gefreiter aus Massachusetts später. Der Boden war übersät mit Toten und Sterbenden. Niemand konnte aufrecht stehen, ohne getroffen zu werden. Denn die Kugeln kamen ohne Unterlass. Das Gemetzel dauert fast 8 Stunden. Danach gibt es auf der Seite der Briten und Kolonisten fast 2000 Gefallene oder Verwundete. Montcalms Verluste belaufen sich dagegen auf 380. Wieder einmal müssen die Briten die Erfahrung machen, dass eine zahlenmäßige Übermacht allein noch keinen Sieg garantiert. Doch Montcalms verblüffender Triumph ist ohne große Bedeutung. Ohne Nachschub und Vorräte aus Frankreich kann er die Briten nicht weiter verfolgen. Der Marquis bittet dringlich um Hilfe, aber er erhält wenig Resonanz. Die Niederlage bei Ticonderoga erschüttert Großbritanniens Hoffnung auf einen baldigen Sieg. Im Gefolge dieses Desasters kommt ein verwegener Vorschlag von unerwarteter Seite von einem gebürtigen Amerikaner, Oberstleutnant John Bradstreet. Bradstreet erwägt einen kühnen Vorstoß mitten ins Herz der französisch-kanadischen Kolonie. Kurz nach der Niederlage bei Ticonderoga macht er sich mit einer kleinen Armee von Lake George aus auf den Weg zum östlichen Ufer des Lake Ontario und durchquert dabei 400 Kilometer irokesisches Gebiet. Bradstreets Soldaten sind fast allesamt Kolonisten. Das ist ihre Chance, um zu zeigen, was sie als Amerikaner im Interesse Großbritanniens tun können. Als erstes ordnet Bradstreet das sofortige Bombardement auf Fort Frontenac an und lässt den Franzosen keine Möglichkeit einer Gegenwehr. Fort Frontenac ergibt sich innerhalb weniger Stunden. Vor befinden sich Kanonen, Musketen und Vorräte zur Versorgung der kanadischen Außenposten. Von diesem Schlag wird sich das französische Empire in Nordamerika
nie mehr erholen. Die Nachrichten vom Fort Frontenac sind schlimm genug. Doch noch weitaus unerfreulichere Meldungen kommen von der Ostküste. Louisbourg, Kanadas strategisch wichtigster Hafen am Atlantik, ist dabei, in britische Hände zu fallen. 6 Wochen lang belagern britische und amerikanische Einheiten die stark befestigte Stadt. Den Todesstoß versetzen ihr britische Matrosen, als sie sich in den Hafen schleichen und die letzten in Kanada verbliebenen Kriegsschiffe zerstören. Den Franzosen bleibt nur noch die Kapitulation. Der Fall von Louisbourg steht für einen Wendepunkt in diesem Krieg. Sollte Frankreich den britischen Vormarsch nicht aufhalten können, stünde der Verlust Kanadas unmittelbar bevor. Und dennoch, in einer Richtung haben die Briten bislang überhaupt keine Fortschritte gemacht. Diesem Terrain wenden sie sich nun zu. Es ist die Grenze zum Westen, wo dieser Krieg vor 3 Jahren seinen Anfang nahm. Es geht um eine Fläche so groß wie Frankreich, das Gebiet am Ohio. Um dieses Territorium zu beherrschen, muss man einen bestimmten Ort unter Kontrolle haben, an dem sich 2 Flüsse zum Ohio vereinigen, die sogenannten Forks of the Ohio. Heute liegt dort die Stadt Pittsburgh. 1758 ist das Gebiet am Zusammenfluss von Monongahela und Allegheny fest in französischer Hand. Vom Fort Duquesne aus beherrschen sie den gesamten Flussverkehr in dieser Region. Die Franzosen haben allerdings noch eine weitere mächtige Waffe, ihre langjährige Allianz mit den einheimischen Stämmen. Eine große Anzahl indianischer Volksstämme lebt in Nordamerika friedlich nebeneinander. Bereits seit 1,5 Jahrhunderten betreiben die Franzosen Handel mit ihnen und haben so manchen Kampf an ihrer Seite geführt. In diesem Krieg gegen die Briten um die Vormachtstellung auf dem nordamerikanischen Kontinent ist die Kooperation mit den Indianern nun Frankreichs letzte Hoffnung. Der französische Kommandeur kann sich nur schwer mit dieser Tatsache abfinden. Montcalm ist ein General alter Schule. Er will diesen Krieg auf die europäische Weise ausfechten, nicht auf die Art dieses Guerre sauvage, wie er die Kriegsführung der Indianer nennt. Aus diesem Grund befindet er sich in einem tiefen Zerwürfnis mit Kanadas Zivilgouverneur, dem Marquis de Vaudreuil, der die einheimischen Verbündeten vorzugsweise dazu benutzt, den Feind zu terrorisieren. Für die Indianer ist diese Verbindung mit den Franzosen eine reine Überlebensstrategie. Sie kämpfen nicht im Interesse Frankreichs. Sie kämpfen darum, nicht die Kontrolle über jenes Land zu verlieren, das sie von Geburt an als das ihre betrachten. Und die Franzosen, so scheint es ihnen, haben es weniger auf ihr Land abgesehen als die Briten. In den Augen der meisten britischen Siedler und auch der Soldaten sind die nordamerikanischen Ureinwohner fremdartig und unzivilisiert, jederzeit bereit zu skalpieren, zu morden oder Weiße gefangen zu nehmen. Die Wahrheit ist, die Indianer nehmen entlang der Grenze zwar tatsächlich weiße Siedler als Gefangene, doch haben die Opfer meist weniger zu befürchten, als sie vielleicht annehmen. Eine von ihnen, Susanna Johnson, hinterließ einen Bericht über ihr Leben in den Händen der Abenaki. Wir befanden uns in der Gewalt von unbarmherzigen Wilden, ohne Verpflegung und fast ohne Kleidung, als mich die Geburtswehen niederwarfen. Susanna muss ihr Kind während eines aufgezwungenen Fußmarsches gen Norden gebären. Sie nennt ihren Sohn Captive, also Gefangener, und bangt um ihre beider Leben.
Jedes Mal, wenn die Krieger von einem Streifzug gegen den Feind zurückkehrten, wurden die Gefangenen auf triumphierende Weise vorgeführt und dabei aufs Beste herausgeputzt. In ihrem Dorf bereiten die Abenaki das Ritual vor, mit dem alle neuen Gefangenen begrüßt werden. Jeder Indianer nahm seinen Gefangenen für den Spießrutenlauf bei der Hand. Wir erwarteten ein brutales Draufprügeln. Aber sie gaben uns nur einen Klaps auf die Schulter. Danach wurde ich meiner neuen Familie vorgestellt und war angehalten, sie Brüder und Schwestern zu nennen. Susannas letztendliches Schicksal offenbart die vielen unerwarteten Wendungen, die dieser Krieg in Nordamerika nehmen sollte. Nachdem sie einige Monate mit ihrer Adoptivfamilie verbracht hat, wird sie von den Franzosen freigekauft, die sie als Gefangene nach Montreal bringen. Susannas Geschichte ist nicht ungewöhnlich. Von französischer Seite wird eine beachtliche Summe ausgegeben, um Gefangene von den Indianern freizukaufen. In Französisch-Kanada herrscht seit dem Krieg ein ernster Arbeitskräftemangel. Die Gefangenen sollen diese Lücke füllen. Unterdessen werden Gefangene für die Indianer zu einer dringend erforderlichen Einnahmequelle. Die Siegesserie der Briten entlang des St. Lawrence River hat Kanada verwundbar gemacht. Montcalm weiß, die Schlinge wird langsam enger. Wir haben noch Niagara. Das ist immerhin stark befestigt. Das ist wahr. Doch wie soll der Nachschub dorthin gelangen? Monsieur Bradstreet hat in Frontenac liebenswürdigerweise unsere Flotte zerstört. Wir müssen weitere Schiffe bauen oder wir verlieren die Oberhand über Lake Ontario. Zu allem Übel wird das französisch-kanadische Versorgungssystem von korrupten Offizieren untergraben, die die Kriegsanstrengungen bis ins Mark treffen. Im Mittelpunkt steht François Bigot, ein leichtlebiger Mann mit einem notorischen Hang zum Glücksspiel. Eigentlich für die Ausrüstung der Armee verantwortlich, verkauft er jedoch die Kriegsvorräte und teilt den Gewinn mit seinen Kumpanen. Die Verlierer sind hierbei natürlich die französischen Soldaten. General Montcalm ist außer sich über diese Profitgier, die es ihm nun absolut unmöglich macht, die Briten zu bekämpfen. Weit entfernt, im Schloss von Versailles, scheinen König Ludwig XV. Und Madame Pompadour, die eigentliche Kraft hinter dem Thron, viel mehr mit ihren europäischen Feldzügen beschäftigt zu sein als mit den kanadischen Angelegenheiten. Tatsache ist, Frankreich hat sich in Europa in einen kostspieligen Krieg verzettelt, der eigentlich leicht zu gewinnen wäre. Aber es kommt anders. Anfang des Jahres 1758 ist die Staatskasse leer und Ludwig XV. Braucht dringend einen Sieg in Europa. Montcalm und Nordamerika würden warten müssen. Ich weiß nicht, wie lange das so weitergehen kann. Es gibt nicht einen einzigen Mann in unserer Armee, der nicht von nagendem Hunger gequält wird. Es ist zu viel verlangt, von einem Mann tapfer zu sein, wenn er vor lauter Entbehrung zu schwach dazu ist. Montcalms Nachschubprobleme haben nicht nur Auswirkungen unter den französischen Soldaten. Ohne die üblichen Geschenke wie Musketen und Schießpulver würden sie ebenfalls die Ergebenheit ihrer langjährigen indianischen Verbündeten verlieren. Drei Kriegsjahre fordern inzwischen auch einen grausamen Tribut in den Indianerdörfern. Die Pocken dezimieren ganze Siedlungen. Hunger ist alltäglich geworden.
endlich Frieden mit den Briten zu schließen, könnte zur Frage des puren Überlebens werden. Trotz alledem werden die Briten ohne die Einnahme von Fort Duquesne an den Forks of the Ohio niemals in der Lage sein, diesen Krieg zu gewinnen. General Edward Braddocks verhängnisvolles Scheitern an diesem Ort im Jahr 1755 hat das Oberkommando misstrauisch werden lassen. Keiner möchte Braddocks Fehler wiederholen. So kommt es, dass 1758, als die Briten wieder ihr Augenmerk auf Fort Duquesne richten, ein General mit dieser Aufgabe betraut wird, der sich keine falschen Vorstellungen darüber macht, was ihn dort erwartet. Dieses Gebiet ist eine unermesslich große menschenleere Wildnis. So zugewuchert, dass man nicht mal ein paar Schritte weit sehen kann. General John Forbes, ein entschlossener Schotte, will eine Schneise durch diese Wildnis schlagen. Sein Vorgehen ist methodisch. Von Philadelphia bis zu den Forks of the Ohio soll im Abstand von jeweils 80 Kilometern ein Fort oder ein Stützpunkt errichtet werden. Mit dieser Strategie will er versuchen, das Schicksal zu umgehen, das Braddocks Armee ereilt hatte. Forbes erkennt jedoch, dass er sich, um Fort Duquesne zu erobern, mehr vornehmen muss, als nur seine Armee durch die Wildnis zu führen. Er versucht etwas, das noch kein anderer britischer General je gewagt hat. Er unternimmt diplomatische Anstrengungen bei den Indianern am Ohio. Ich beabsichtige, ein Abkommen mit den Shawnee, den Delaware und den Einwohnern von Pennsylvania zu schließen, um den Franzosen deren Freundschaft zu entziehen. Hierzu muss er die über Jahrzehnte bei den Indianern angestaute Bitterkeit über das falsche Spiel der Briten zerschlagen. Forbes findet Unterstützung bei einem bemerkenswerten Verbündeten, einem Häuptling der Delaware mit dem Namen Tidiuskung. Mit seinen 50 Jahren kann Tidiuskung auf eine lange und beziehungsreiche Geschichte sowohl mit den Briten als auch den Franzosen zurückblicken. Er hatte sich einst dem Christentum zugewandt, nahm den christlichen Namen Gideon an und hoffte, dieser neue Glaube möge ihm und seinem Volk helfen, eine sichere Heimat zu finden. Ich sitze wie ein Vogel auf einem Ast. Ich schaue umher und weiß nicht, wohin ich mich wenden soll. Lasst mich deshalb hinunter zum Boden fliegen und dort für immer ein Zuhause finden. Aber bereits im zweiten Kriegsjahr wendet sich Tidiuskung vom Christentum ab und gräbt das Kriegsbeil aus. Er überfällt britische Siedler, die sich auf dem Land niederlassen, das den Indianern mit betrügerischen Verträgen gestohlen worden war. Krieg zu führen scheint der beste Weg zu sein, um zu zeigen, dass er und seine Leute eine Macht sind, mit der zu rechnen ist. Eben dieser Boden unter meinen Füßen war unser Land und Erbe. Er wurde uns durch Täuschung genommen. Die Indianer haben deshalb gelitten. Wir sind nicht solche Narren. So sehr Tidiuskung das Ruder an sich reißen will, die Realität des Krieges legt ihm Steine in den Weg. Seine Gefolgsleute hungern und er erkennt, sich mit den Briten zu arrangieren, ist der einzige Weg, um für sein Volk und sein Land Sicherheit zu gewährleisten. Bestärkt durch die friedliebenden Quäker in Pennsylvania setzt Tidiuskung einen Friedensprozess in Gang, gerade rechtzeitig für General Forbes.
Tidiuskung findet zwei Männer, die ihn hierbei unterstützen. Einen Delaware-Häuptling mit dem Namen Piscataman und einen Missionar, der die Sprache der Delaware beherrscht, Christian Frederick Post. Der mächtige König von England neigt nicht dazu, mit den Indianern Krieg zu führen. Vielmehr möchte er in Frieden und Liebe mit ihnen leben. Wenn mich diese also fragen, warum kommst du und kämpfst auf unserem Land? Alle glauben dann, er will das Land von uns nehmen. Ich sage, ich will ihnen das Land nicht wegnehmen, sondern nur die Franzosen davon verjagen. Die Indianer hören zu, sind aber skeptisch. Das Ansehen der Briten ist, bedingt durch ihre Landbetrügereien, nur schwer aufzubessern. Forbes' Abgesandte sichern den Indianern zu, dass dieses Mal alles anders sein wird. Während die diplomatischen Bemühungen laufen, arbeitet sich General Forbes weiter durch die Wälder in Richtung Fort Duquesne. Doch das dichte Gehölz ist nicht das einzige Hindernis. George Washington, der junge Offizier aus Virginia, hat sich erneut der Armee angeschlossen für die Endoffensive zur Eroberung der Forks of the Ohio. Dabei hat Washington seine eigenen Vorstellungen von der idealen Route für die britische Armee. Forbes plant seinen Weg westlich von Philadelphia, die kürzeste mögliche Passage. Welche Route auch immer Forbes nehmen wird, sie wird den Weg bahnen für den späteren Ansturm von Händlern und Siedlern in das Gebiet am Ohio. Washington bemüht sich sehr darum, Forbes zu einem Umdenken zu überreden und stattdessen General Braddocks südlicher Route zu folgen, die Virginia begünstigen würde. Am Ende kann Washington seinen Willen nicht durchsetzen. Forbes' Strecke ebnet den Weg für eine bis heute berühmte Schnellstraße, der Pennsylvania Turnpike. Im Herbst 1758 erhält Forbes den Lohn für seine diplomatischen Bemühungen. Die Kolonisten unterzeichnen einen historischen Vertrag mit mehreren indianischen Volksstämmen. Die weißen Siedler verpflichten sich, keine weiteren Ansiedlungen westlich der Allegheny Mountains in Pennsylvania zu errichten. Die Indianer versprechen Frieden. Tediuskungs Zutun ist äußerst förderlich in dem Bemühen, beide Seiten zusammenzubringen. Als Gegenleistung erhält er Tausende von Hektar Ackerland für sein Volk. Endlich scheint ein friedvolles Zusammenleben mit dem weißen Mann in Sicht zu sein. Im November ist Forbes' Armee nur noch rund 80 Kilometer von ihrem Ziel entfernt. Sie sind in Ligonier angelangt, dem Ausgangspunkt für den endgültigen Sturm auf Fort Duquesne. Zum ersten Mal seit 3 Jahren sind britische Kundschafter in der Lage, einen Blick auf das Fort zu werfen, um die Stärke des Feindes abschätzen zu können. Während der Angriffsvorbereitungen erteilt Forbes 2 Trupps von Soldaten den Befehl, Plünderer aufzuspüren, die weiterhin hartnäckig die Briten schikanieren. George Washington führt einen dieser Trupps an. Den anderen befehligt sein enger Freund, Oberstleutnant George Mercer. In dichtem Nebel stoßen die beiden Gruppen zufällig aufeinander. Sucht ein Ziel und feuert. Es ist Mercer. Feuer einstellen, Männer. Es ist Mercer. Als der Nebel sich für einen Moment lichtet, bemerkt Washington seinen schrecklichen Fehler.
Er wirft sich zwischen die kämpfenden Parteien, ungeachtet des Kugelhagels der Musketen. Als das Friendly Fire zu Ende ist, sind zwei Offiziere und 38 weitere Männer tot oder verwundet. Erstaunlicherweise bleibt Washington unversehrt. Dies war erst seine vierte militärische Kampfhandlung und nicht unbedingt eine, auf die er stolz sein konnte. Aber niemand konnte Washingtons außerordentliche Tapferkeit leugnen und sein Glück. Jahre später wird er sich an diesen Moment als den gefährlichsten in seinem Leben erinnern. Er glaubt, die Vorsehung habe ihn nur deshalb verschont, weil er für eine andere Aufgabe bestimmt gewesen sei. Nur zwei Wochen später, am 23. November 1758, macht sich die Armee unter General Forbes schließlich bereit, Fort Duquesne anzugreifen. Die zahlenmäßig unterlegenen Franzosen jedoch, in der Gewissheit zu verlieren, stecken das Fort in Brand und ziehen sich nach Kanada zurück. Ohne auch nur einen Schuss abzufeuern, trägt General Forbes den Sieg davon. Er verleiht diesem Ort einen neuen Namen, Pittsboro, zu Ehren jenes Premierministers, der diesen Sieg erst möglich gemacht hatte. 5 Jahre lang hatte George Washington auf dieses Ziel hingearbeitet, den Franzosen die Forks of the Ohio zu entreißen. Nun bleibt er nur noch hier, um eine letzte traurige Pflicht zu erfüllen. Er kehrt zu jenem Schlachtfeld zurück, auf dem General Braddock und Hunderte von Soldaten 3 Jahre zuvor getötet wurden. Washingtons Männer begraben die sterblichen Überreste und erweisen ihnen die längst überfälligen militärischen Ehren. Seit Beginn des Krieges musste Washington schmerzvolle Krankheiten durchstehen und ist einige Male nur knapp dem Tod entkommen. Ihm sind ein paar ernsthafte Missgeschicke unterlaufen, wodurch er mitverantwortlich war für Großbritanniens bitterste Niederlage in Nordamerika. Aber er geht mit wertvollen Erfahrungen daraus hervor, Erfahrungen, die er sich hart erkämpft hat. Er hat seine Lektion gelernt und wird sie nie mehr vergessen. Mit 27 Jahren beschließt er, es sei nun an der Zeit, dass andere diesen Krieg beenden. Er kehrt nach Mount Vernon zurück. Hier wird er 2 völlig neue Kapitel in seinem Leben aufschlagen. Das eine ist politisch. Vor kurzem hat er einen Sitz im House of Burgesses im Bürgerhaus von Virginia erhalten. Das andere ist persönlicher Natur. Washington wird Martha Custis heiraten, die reichste Witwe in Virginia. Im Krieg gibt es eigentlich kein Happy End, aber George Washington kommt einem solchen doch sehr nahe. Als er aus der Armee ausscheidet, hat er sich den Respekt der Männer, die unter ihm gedient haben, erworben. Aber vielleicht noch wichtiger dürfte es ihm sein, seine selbst gesteckten Ziele erreicht zu haben. 1758 ist für Großbritannien das Jahr, in dem sich das Blatt wendet. Endlich ist das lang ersehnte Empire in Reichweite. Es aber schließlich zu erlangen, wird schmerzvoller werden, als irgendjemand sich auch nur vorstellen kann.